Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial zum Pfeilbogen, zum Pfeil erstellen. Wir fangen an mit dem Schaft selber. Es ist ein Holzpfeil. Ich habe da Zedernholz bestellt. So, bevor ich diese Pfeile jetzt herstelle, also ich habe hier einen Probepfeil schon mal gemacht, so wird es am Schluss dann aussehen. Und bevor wir diese jetzt anstreichen bzw. färben mit dieser Farbe hier, müssen wir diese hier kurz schleifen. Das heißt, wir fahren erstmal mit einem groben Papier drüber und danach nochmal mit einem etwas sanfteren, damit das nachher auch wieder glatt wird. Das Grobe ist, damit sich die Fasern mal ein bisschen lösen, damit die Farbe danach auch gut aufgenommen wird. Ich mache das jetzt mal für die restlichen 19, die ich jetzt noch habe. Und was auch wichtig ist, also ich mache das Ganze jetzt, bevor ich die Länge richtig abschneide. Ich mache es jetzt halt mit der gelieferten Länge. Das aus dem Grund, dass ich hier noch halten kann, richtig drüber fahren kann. Und wenn ich danach abschneide, dann ist der Resten, den ich nicht gut anfärben konnte, danach nicht am Pfeil. Also ich schneide das ja dann ab und danach habe ich nur noch den sauber angemalten Pfeil. So, ich mache jetzt kurz sauber und danach geht es weiter mit dem Einfärben. So, ich habe das jetzt sauber gemacht. Jetzt geht es weiter mit der Farbe. Ich habe hier eine Holzlasur. Das ist nicht ganz das Richtige. Normalerweise nimmt man eine Ölfarbe, mit der man die Pfeile im Prinzip dann kurz mit einem Tuch einfärbt, danach trocknen lässt und das Ganze dann wiederholt. Ich versuche es hier mit dieser Lasur. Bei dem Pfeil, den ich schon hergestellt habe, hat das ganz gut funktioniert. Also werde ich die restlichen Pfeile jetzt auch so machen. Wir nehmen die Farbe. Ich mische die jetzt nochmal. Ich habe hier auch schon ein Holz bereitgelegt, da habe ich Löcher eingebohrt, damit ich die Pfeile, wenn ich sie nachher eingefärbt habe, da reinstellen kann, damit die danach auch trocknen können. Ich werde den nächsten Anstrich dann erst morgen machen und werde es dann nochmal trocknen lassen. So, ich glaube, das reicht. So, danach ziehen wir uns Handschuhe an. Es empfiehlt sich nicht, das Ganze ohne Handschuhe anzupacken, da die Farbe teilweise aggressiv sein kann. So, okay, also ich habe hier ein Tuch, das ich nicht mehr benutze. Ich muss das kurz richtig anpacken, damit ich das auch sauber dann übers Holz ziehen kann. So. Dann nehme ich mir einen Pfeil und
streiche dann im Prinzip mit dem Tuch einfach so drüber. Damit es dann schön gleichmäßig ist. So, und dann setze ich diese Pfeile einfach hier rein zum Trocknen und beginne den nächsten. Das Ganze lasse ich jetzt trocknen. Ich habe das jetzt hier auf diesem Ständer und ich werde das morgen dann nochmal anstreichen und nochmal trocknen lassen und dann geht's weiter. So, hallo und willkommen zurück. Ich werde jetzt heute noch alle Schäfte ein zweites Mal anstreichen, damit die auch wirklich die Farbe aufnehmen. Und wir beginnen wieder wie gestern. Ich öffne hier die Farbe nochmal und mixe die nochmal, damit das wieder frisch ist. Setze diesen hier wieder ein, damit der auch trocknen kann. Ich nehme diese Schäfte mal raus. Natürlich nicht vergessen, wieder Handschuhe anziehen. Ich nehme hier neue, weil die alten Handschuhe ziemlich klebrig sind, nachdem die einmal gebraucht wurden. So, ich nehme wieder mein Tuch, mache es an einer anderen Stelle. Ja doch, ich nehme eine andere Stelle. So, und dann fangen wir nochmal von vorne an. So, und dieses Mal achte ich auch wirklich drauf, dass ich nur an einem Ort angreife. Dass die Farbe auch überall schön verteilt ist und dass am Schluss dann, dass ich nur noch auf einer Seite abschneiden muss und der Rest vom Pfeil dann gleichmäßig angefärbt wurde. So, die sind jetzt alle gefärbt, ein zweites Mal. Ich lasse die jetzt so trocknen und oben, wo ich jetzt immer angegriffen habe, da ist die Farbe natürlich nicht schön
verstrichen und das werden wir dann am Schluss abschneiden. Deshalb habe ich jetzt auch die etwas länger gelassen, als dass sie eigentlich sein müssen. Wie wir hier sehen, macht es doch noch ein paar Zentimeter aus. So, ich werde weiterfilmen, sobald dass diese trocken sind und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, und die Federn, die stanzen wir jetzt aus. Ich habe dazu dieses Stanzgerät. Das ist nichts anderes als die Form, die ich gerne möchte. Also die Form sieht danach dann in etwa so aus. Und das Ganze wird dann hier auf diese Metallplatte gedrückt und die Feder wird dadurch einfach ausgestanzt. Ich demonstriere das jetzt kurz mal mit dieser Feder. Das sind alles Right Wing, also rechter Flügel, die Federn. Man sollte darauf achten, dass man bei einem Pfeil nicht links und rechts mischt, da der Pfeil sonst nicht gut fliegt. Die Stanze, die ist auch ein rechts, also extra für den rechten Flügel. Was da der Unterschied ist, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Man sollte aber darauf achten, dass man alles kauft, dass es auch zusammenpasst. So, also die Feder legen wir hier ein und ich habe hier Originalfedern in den natürlichen Längen. Meistens oder ja, oft reicht es, um zwei Federn zu stanzen, mit, also zwei der Federn mit einem Flügel stanzen, weil ich hier 4 Inch Flügel habe. Ich schaue kurz mal, ob das überhaupt geht hier mit der. Es könnte reichen. Also ich probiere das jetzt einfach mal. Ich lege hier die Feder ein und zwar so weit wie möglich vorne. Darauf, wir müssen dabei beachten, die Federn verlaufen jetzt von hier vorne nach da hinten. Wenn ich danach ausgestanzt habe, sollten die Federn dann auch so nach hinten verlaufen. Ansonsten haben wir die Feder falsch gestanzt und die können wir dann gleich wegwerfen. So. Ich schaue jetzt kurz, ob das auch passt. Ich kann es noch ein bisschen weiter vornehmen. Ungefähr so. Okay. Dann drücken wir hier drauf. Ich lege jetzt noch was oben drauf. Wir nehmen einen Hammer. Also mit einem Plastikhammer braucht ihr keine Unterlage. Ich nehme jetzt extra ein Buch als Unterlage. Hauen wir da ein, zweimal drauf. So, und wenn wir das Ganze jetzt öffnen, sehen wir, dass eine Feder aus dem Flügel gestanzt wurde, die jetzt wie unsere originalen Federn aussieht. Genauso werden die Federn eigentlich immer hergestellt. Wir schauen jetzt noch, ob ich da noch eine zweite stanzen kann. Es sollte reichen. Vom Platz her. Und so sieht dann die zweite Feder aus. So, wenn wir das haben, hier die überflüssigen Federn können wir wegwerfen. Und so wiederholt sich das dann für die Federn. So viele Federn, wie man halt braucht. Ich werde hier in diesem Fall 2 blaue und 1 weiße Feder nehmen.
für meine Pfeile. Man sollte aber darauf achten, dass die Unterlage ziemlich stabil ist. Deshalb mache ich das jetzt hier auf diesem Tisch und nicht auf dem anderen Tisch, an dem ich dann die ganzen Pfeile zusammenstelle. So, und wir kommen zum letzten Teil. Die Pfeile, also die Schäfte, haben wir jetzt gestrichen. Das Ganze werde ich jetzt noch kürzen auf die richtige Länge, damit die auch auf meinen Bogen passen und dass sie auch in der Länge stimmen für mich. Und dann werden wir noch Federn aufkleben und die Spitzen ankleben. Spitzen und Noppen. Also, ich nehme mir jetzt hier einen Pfeil. Ich nehme hier mal diesen hier. Habe hier diesen Pfeil schon mal vorbereitet. Den messe ich jetzt und werde dann den neu gestrichenen Pfeil auf dieselbe Länge schneiden. Das mache ich hier mit diesem Messer. Das funktioniert auch, wenn ihr eine Bandsäge oder sonst irgendwas habt. Mit dem Messer muss man halt einfach ein paar Mal drüber und dann kann man das da abbrechen. Die Spitze kann man dann auch noch nachfeilen oder nachschneiden mit dem Messer und dann funktioniert das auch. Was wir da nachher brauchen, werde ich euch gleich zeigen. Das wäre dieser Spitzer hier. Aber erstmal machen wir die Länge. Also ich messe hier mal den Pfeil. Natürlich den Pfeil und nicht also ich habe hier jetzt so 76 cm, das heißt noch etwas weniger. Ich werde es auf 74 schneiden. Das aus dem Grund, hinten fangen wir hier an zu messen. Also das Holz selber geht hier nur bis zu diesem Punkt da. Und vorne haben wir auch noch etwas mehr Spitze, als das eigentlich Holzplatz hat. Ich zeige euch das mal hier schnell. Mit diesem Nocken und der Spitze. So, ich hoffe, man kann das sehen. Bei der Nocke haben wir hier unten die Öffnung und die verläuft dann konisch bis hier zu diesem Punkt. Und bei der Spitze, ich habe hier auch aufschraubbare Spitzen und da kann man theoretisch bis hier hin mit dem Holz. Und dann haben wir halt oben noch wirklich ein Zentimeter oder fast einen Zentimeter nur Spitze. Hier sieht man es vielleicht auch, das Holz geht da bis zu diesem Punkt. Und vorne sieht man es ja nicht. So, also, als erstes fange ich jetzt an. Da der Pfeil wirklich auf 74 cm zurückgeschnitten werden kann, oder vielleicht nicht ganz. Naja, sagen wir mal, ich mache es jetzt mal auf 75 cm, dann habe ich noch ein bisschen mehr Pfeil vorne rausschauen, aber das ist nicht so schlimm. Und ich schaue mir jetzt das an. Ich habe ja diese ganzen Pfeile hier immer auf einer Seite gepackt und am Schluss dann auch beim Streichen immer darauf geachtet, dass ich nur noch eine Seite anfasse. Da es jetzt aber trotzdem auf beiden Seiten nicht ganz so schön ist, werde ich auf beiden Seiten was wegschneiden. Nur muss ich halt schauen, dass ich da nicht zu viel wegschneide. Also erstens schneide ich jetzt mal hier 2 cm weg. Das funktioniert indem, dass man einfach mit dem Messer drauf drückt und dann einmal rundherum fährt, damit man auch einen sauberen Schnitt nachher kriegt. Wenn man dann zufrieden ist, dann drückt man fest dazu.
und fängt an, das Ganze ein paar Mal zu wiederholen. Da müsst ihr doch relativ fest drücken. Und dann, wenn man zu lange drückt, dann ist man halt durch. Und ansonsten kann man das Ganze einfach abbrechen. Und dann ist das auch sauber. Und jetzt haben wir hier noch einen ganzen kleinen bisschen Holz, das rausschaut. Das kann man einfach mit dem Messer wegmachen. Oder man nimmt dann wirklich Schleifpapier und geht dann kurz so rüber. Und schon hat man hier wieder eine saubere Fläche. So, und jetzt kommt der wichtige Part. Jetzt schneiden wir das Ganze auf die richtige Länge. Habe ich jetzt gesagt. So, und hier wiederhole ich jetzt dasselbe. Wenn man den Anfang mal gemacht hat, ist das Messer dann in dem Keil drin. Dann kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. So, wieder abbrechen. Und schon haben wir den Pfeil auf der richtigen Länge. Das wird dann ungefähr gleich lang sein wie der Pfeil, den ich jetzt da schon habe. So. Okay. Und jetzt zum nächsten Teil. Jetzt müssen wir erstmal beide Seiten anspitzen, damit ich die auch sauber verschrauben kann mit dem Kopf oder mit der Spitze und dass wir auch die Nocke drauf kriegen. Dazu gibt es hier extra einen Spitzer. Das ist nicht die gleiche Größe wie ein Bleistiftspitzer, da das Holz ja auch etwas dicker ist. Und ja, ich spitze jetzt einfach mal beide Seiten an. So, dass es ungefähr gleich ist. Und auf einer Seite habe ich jetzt den großen genommen, auf der anderen Seite nehme ich den kleinen. Das aus dem einfachen Grund, weil die Spitze braucht einen etwas längeren angespitzten Teil. Können wir das mal kurz draufsetzen zum Schauen, ob das so gut ist. Das scheint so gut zu sein. Das Einzige, was halt jetzt ist, ist, man sieht da einen kleinen weißen Übergang. Aber das ist jetzt nicht mehr allzu tragisch. Und falls einen das wirklich stört, kann man da ja nochmal ein bisschen Farbe dann anbringen. Und auf der anderen Seite, das wird dann auch funktionieren. Ich habe den jetzt nur mal kurz drauf gesteckt, aber noch nicht angeschraubt. So, jetzt nehme ich hier diesen Leim. Ich habe den schon mal etwas abgeklebt, damit der nicht austrocknet. Den Leim, ich werde unten auch in der Beschreibung aufführen, was das für Leim ist. Das ist ganz einfach ziemlich schnell klebender Leim, der auch sehr gut hält. Also mit dem habe ich meine erste Serie Pfeile auch schon geklebt. Und da kam auch nie eine Spitze oder einen Nocken ab. Da brach vorher der Pfeil in der Mitte oder sonst irgendwo. So, ich zoome jetzt hier mal ran. Okay, alles klar. Ich fange an mit dem Nocken. Das ist hier der kürzere Teil mit dem kleineren Spitzer gemacht. Ich werde jetzt etwas Leim hier reingeben, und zwar auf den Rand und dann auch hier vorne noch, dass wenn ich es reindrücke, dass es auf der Innenseite auch gut verteilt wird.
So. Und so. Jetzt nehmen wir diesen Nocken und drücken den im Prinzip einfach nur hier drauf. Ich drücke jetzt das noch extra etwas fest, damit ich so weit wie möglich in den Nocken reinkomme mit dem Pfeil. Und den Rest macht dann der Leim. Und jetzt hier auf der anderen Seite machen wir dasselbe. Ich werde hier etwas Leim aufführen. Hier werde ich aber keinen Leim in die Spitze reinkippen. Das reicht nur schon, wenn wir hier etwas draufpacken. Da hier drin auch noch ein Gewinde ist, wird der sowieso draufgeschraubt. Das heißt, Leim ist eigentlich schon fast überflüssig hier vorne. So, drauf. Und dann wird der da festgeschraubt. So, fester geht es jetzt nicht mehr. Da müsste ich sonst noch Geräte zur Hilfe nehmen. Aber das reicht schon, wenn das so drauf ist. Man muss dabei beachten, dass man die Spitze wirklich gerade drauf packt. Je nachdem, was für Spitzen das man kauft. Mit den konischen Spitzen ist das nicht so ein Problem. Die Spitze ist dann meistens relativ gerade zum Schaft. Bei den anderen Pfeilen, also den anderen Spitzen, die man nur drauf packen kann, kann es sein, dass die Spitze dann leicht schräg ist. So, den Pfeil haben wir jetzt fertig. Was jetzt aber noch fehlt, sind die Federn. Ich nehme jetzt die weiße Federn und dann nehme ich noch diese hellblauen Federn. Ich habe hier eigentlich noch andere Federn, aber die gefallen mir nicht. Deshalb habe ich noch blaue nachbestellt. Das funktioniert jetzt so. Wir haben hier dieses Gerät und hier kommt dann immer eine Feder rein und der Pfeil kommt hier so aufs Gerät. Okay, also ich fange an mit dem Weißen. Also ich habe hier am Gerät eine Markierung und diese Markierung sagt mir, dass da die weiße Feder kommt oder die Feder, die dann vom Pfeil, wenn ich den auf dem Bogen drauf habe, haben wir eine Feder hier unten, eine hier oben und eine, die gerade wegläuft. Und hier die Markierung zeigt mir an, welcher das ist. Wer keine Markierung hat, das ist ganz einfach. Man schaut sich hier an, die Nocke. Wenn die Nocke auf das Gerät so aufgeführt wird, an dieser Position, an der senkrecht zur Nocke, also hier oben drauf, die Feder aufgeklebt wird, da ist die Hauptfeder oder die Markierungsfeder dann. Okay, also ich fange jetzt einfach mal an mit Kleben. Ich nehme mir eine Feder, die ich gestanzt habe. Ich werde das Ganze jetzt bei einem Zentimeter einklemmen. Das kommt dann nachher so drauf und wird hier rüber rangedrückt. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. So. Okay, dann mache ich jetzt hier Leim drauf. Da ist wichtig, nicht zu viel.
So, und wenn wir das haben, wird es hier drauf gepackt. Schauen, dass der Pfeil auch in der Mitte ist. Und schauen, dass wir hier unten richtig ankommen. Und dann drücke ich das nur noch hier ran. Wichtig ist auch, nicht zu fest drücken, sondern nur so, damit es hier wirklich sauber drauf ist und nicht, dass wir da noch irgendwas verschieben. Also der Pfeil kann ja hier, hat hier noch etwas Spiel, der kann da auch noch nach links und rechts. Und jetzt lassen wir das einen kurzen Moment so sein. So, ich hoffe, das genügt jetzt schon. Da hätten wir jetzt den Pfeil. Ich kann das Ganze jetzt hier drehen. Dann nehme ich mir die blaue Feder, klemme diese wieder ein. Wieder so, damit wir hier unten einen Zentimeter haben. Abstand. Machen wieder Leim drauf. So. Und wir drücken die Feder wieder ran. So, lassen es wieder kurz stehen. Und das kommt halt jetzt je nachdem auf den Leim drauf an, wie lange ihr das drauf lassen müsst oder wie schnell ihr das wechseln könnt. Mit diesem Leim kann ich relativ schnell weiterfahren, muss danach aber sehr vorsichtig sein, dass ich nicht die Feder nochmal abreiße. Jetzt ist es noch nicht ganz getrocknet. Ich kann es aber schon mal wechseln und das danach austrocknen lassen. Ich lasse den Pfeil dann aber hier auf diesem Gerät noch drauf, damit der noch austrocknen kann. So. Okay, ich versuche es jetzt mal zu entfernen. Okay, und wir sehen jetzt auch schon, das Ganze ist noch nicht trocken, also da hat es zwischendrin noch Leim. Und auch hier ist es noch nicht sauber dran. Aber das geht jetzt hier leider nicht mehr viel besser. Da habe ich wohl mit dem Ausstanzen noch etwas gepfuscht. Aber ansonsten bin ich schon sehr zufrieden mit dem Resultat.